Einen wunderschönen guten Tag erlaube ich mir zu wünschen. Es ist Samstag. Wochenende. Gut, war gestern Abend schon Wochenende, ne? Ah, ja, aber da war ich noch so ein bisschen im Hui. Entspannungsmodus. Da war Wochenende irgendwie noch nicht so richtig im Kopf angekommen. Heute Morgen natürlich pünktlich zum wöchentlichen normalen Werktags aufstehend ist natürlich auch mein Wecker losgegangen. Das werde ich auch nicht ändern. Also ich werde jetzt nicht am Wochenende länger schlafen oder dergleichen. Nö, nö, nö. Vielleicht ein bisschen länger im Bett rumfallen. Ja, das schon sollte man zwar nicht tun, aber ein bisschen noch liegen bleiben, das ist schön. Da das Fahrrad ja im Moment nicht betriebsbereit ist, habe ich dann mich heute Morgen mit dem Auto zum Bäcker begeben. Das ist ein bisschen weit, also von daher, ne? Ich muss mich da ein bisschen rausreden. Ne? Das wäre nämlich echt zu weit für dahin zu laufen. Da wäre der halbe Dach wieder rum. So, hier haben wir noch ein bisschen und die Tomaten wie immer als wichtigstes und dann gucken wir mal. Ich glaube, Vierer war nix weg, ne? Nö. Gut. Das war korrekt, ja. Irgendwo habe ich hier verkehrt gesät gehabt, aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo hatte ich da. Hä? Nö. Das stimmt. Na gut, hat sich wahrscheinlich schon wieder entkrampft. So. Das wäre eigentlich für Schnelldünger. Das da hinten ist auch in Ordnung, ja. Wo waren wir denn? Ach, gut. Kann ich mal Zeit lassen mit dem mit dem Gießen. Hat man da noch Fleisch übrig? Nö, ne? Ich habe ja auch keine Wölfe geschossen. Wenn, dann schieße ich ja eigentlich nur auf den Kleinkram. Hier müsste ich Süßzeug reinschmeißen, damit ich eben Vervielfältigungsdünger kriege, aber ich will ja keinen. Ich will ja stinknormalen. Also normal im Sinne von Schnelldünger, aber ich weiß gar nicht genau. Der war mir nicht wichtig genug, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Ich weiß halt nur, dass die Glühwürmchen, dass die auf Süßkram stehen, um eben diesen Schnelldünger zu generieren. Alles andere so, ja, war mir jetzt nicht so dringend. Das brauchen wir, das brauchen wir. Was schmeißen wir rein? Wieder Tomaten. Da sind noch mehr Tomaten. Da schmeißen wir das rein. Das raus, das raus. Da, 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 da. Oh. Ja, okay. Äpfel.
Verlangsamungspfeile, sehr schön. Die sind was wert. Quatschen wir mal wieder den kleinen Galdor an. In der Hoffnung, dass da was Strömungstechnisches bei rumkommt. Nee. Pech. So, kann ich gleich rüber wechseln. Okay, die anderen sind jetzt nachgerückt, witzigerweise. Jetzt müssten ja auch wieder von denen, die ich jetzt hier alle gleich gieße, müssten im Grunde genommen ja nur jeder zweite dann auch weiter wachsen. Das scheint da pro Tag, also pro 2 Tage, ein Wachstumszyklus zu sein. Dann machen wir jetzt eine Wand. Eine Holzwand, eine lebendige Holzwand. Das habe ich in Heidelberg mal gesehen, neben der... Ich weiß gar nicht, war das eine spezielle Schmerzklinik? Also auf jeden Fall wegen Schmerzen war derjenige dort, den ich hingefahren habe. Die hatten dort nebendran so einen botanischen Garten. Das ist in der Nähe vom Zoo in Heidelberg. Und die hatten eine Wand aus Bambus. Die war so 10 Meter hoch. Geil. Super geil. Kannst natürlich in deinem Garten nicht machen, weil das Myzel oder wie das heißt, diese Wurzeln, die ausbilden, die gehen über ein paar Meter, gehen die dann bis zum Nachbarn, der hat dann Spaß, was dazu führt, dass du wiederum Spaß mit dem Nachbarn hast. Also die hatten das nämlich direkt am Fußgängerweg, hatten die das stehen. So dass es auf die eine Seite halt schlicht und ergreifend gar nicht wachsen konnte. Bei der anderen Seite, das war dann halt ihren Problem. Ja, das war halt ihr eigenes Problem. So, habe ich jetzt eigentlich 30? Ich will ja immer 30 haben. Die sind 30. Hier fehlen jede Menge. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil ich eine angepflanzt habe, ne? Jo. Gut. Ich wollte den Leuten was Gutes tun. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den finde. Das ist kein Problem. Du kriegst aber mal eine Perle, kriegst du mal. Ne? Irgendjemand wollte auch noch Perle. War das die Hekla? Nee. Nee, ich geh mal lieber hier hin, bevor ich das aus Versehen wegschmeiß, statt zu greifen. So, einmal. Ein Stück Holzwald, Schatzi. Ach, guck mal da, da könnte ich noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja gut, sagen wir mal so, ich könnte, ja... Bäm, 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 bäm. Oh, habe ich nur noch eine? Okay. Okay. Und Subira wollte... ach, ich weiß es nicht mehr. Weiß es einfach nicht. Was ist denn das? Ach ja, die Chili-Öl-Teigtaschen. Das klingt schon mal nicht so lecker. Eigentlich nicht wirklich, ne? Klingt nicht wirklich lecker. So, wenn wir der noch ein bisschen was gießen. Du waschst, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Also morgen müsste der eigentlich noch genauso groß sein. Wenn ich das richtig korrekt verstanden habe. Chiliöl-Teigtaschen. Habe ich die eigentlich noch so in... Auf Lager... Jo, habe ich noch auf Lager. Was Holz war's.
wir mal helles Holz hätte, bräuchte ich mal auch ein bisschen was. Achso, ich habe nicht mehr so viel. So, machen wir es so. Ja. Was braucht er denn, Leute? Habt ihr Wünsche? Hm, ja gut, okay. Zucker kriege ich hin. Ich selber brauche mal wieder Holz. Ich bin langweilig. Warum hat denn das sich jetzt schon wieder verdoppelt? Okay. Gut. Sehr schön. Bitte unterstützt meine faule Rittes. Ich nix hacken mal. Ihn nix hacken mag. So, jetzt ist Growth-Zeit. Das heißt für mich, ich gehe gucken, ob wir ein schickes Rohr da unten haben, mit dem ich dann irgendwann mal ein glutgeborenes Schloss vollkleistern kann. Dran denken, bei Siki was kaufen. Was ist das? Achso. Ich weiß gar nicht, ob das Teil sich von alleine weiter bewegt. Das. Ja, den nehmen wir noch mit. Der ist eigentlich auch ganz nett. Das ist. Ja, komm. Das könnten wir zum Beispiel gut benutzen, um da so ein schönes Mosaik hinzubasteln an die Wand. So ein großes, eine große Raute aus denen zu basteln, wünschte ich mir. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert. Weil normalerweise wird es ja als Quadrat gerechnet, wenn es quadratisch wäre. Das ist aber, wie gesagt, eine Raute. Das heißt, dass dann vielleicht nach unten eine gedankliche Fläche dann sozusagen nicht überschritten werden darf oder dergleichen. Das ist ja auch mit dem Dreiecksteppich so. Oder mit runden Teppichen. Das funktioniert ja dann auch nicht, dass man die irgendwie so ganz nah an was anderes dranlegen kann. Und obwohl manche Teppiche kann man übereinander legen. Also kann ich einen kurzen Moment mit dir reden? Endlich ein bisschen Action. Ja, ist klar. Ich war noch nie mit einer Person wie dir befreundet. Nur Freunde? Man wird ganze Geschichtsbücher über unsere Freundschaft schreiben. Du weißt, ich mag dich mehr als das. Normalerweise möchte ich meine anderen Freunde nicht küssen. Ja, ja, ja. Soll ich denn da jetzt bitte schön drauf antworten? Ich bin halt einzigartig, das weiß ich selber. Ja, man wird ganze Geschichtsbücher über unsere Freundschaft schreiben. Also wenn sie es ja nicht öffentlich werden lassen möchte, das ist dann ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich so drauf rumreite. Du weißt, ich mag dich mehr als das. Ich werde dich nicht darum bitten, mit deinem Flirten aufzuhören. Aber ich hoffe, du verstehst, warum ich nicht antworten kann, so sehr ich auch möchte. Ja, habe ich verstanden. Glaube ich. Ja, wenn du irgendwas brauchst, zögere nicht zu fragen. Dir wollte ich Essen mitbringen, ne? Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Jo. Oh, ist das für mich? Vielen Dank. Den Geschmack von Chiliöl-Teigtaschen werde ich nie leid. Die Hitze bringt die Aromen nur noch besser zur Geltung. Cool. Ich mag die Mission, die mich in die ruhigen Teile von Palia wie Kilima schicken. Wenn ich in die Hauptstadt zurückkehre, habe ich kaum einen Moment für mich. Im Hauptquartier des Ordens ist immer viel los.
Ja, ich denke mal, wenn sie abgezogen werden wird, ne, das hier so auf sich alleine gestellt, dann fängt man an, viel nachzudenken. Das ist ja auch kontraproduktiv gegen, also bei den Regeln des Ordens, würde ich dann mal davon ausgehen, ne? Also die finden das bestimmt nicht so gut, deswegen verpartnern die ja die auch. Sie hat ja gesagt, sie hatte einen Partner, irgendwas muss ja passiert sein. Keine Ahnung. So, ist hier jetzt mal endlich ein bisschen was vorangegangen. Aber ich könnte vielleicht ein paar große Zimmer kaufen. Ach komm. Nö, scheiß drum. Scheiß drum. So, Hekla. Hekla ist zu Hause. Ich könnte sie ja im Zelt besuchen. Eigentlich schon, ne? Tisch schläft auch. Was ist denn hier los? Schon wieder was? Okay. Wieder den Teppich. War das gewollt oder ist das jetzt ein Bug? Ich nehme auch Backteppiche. Verbackte Teppiche. Kribbelkrabbel. Ich höre wieder diesen ekelhaften Wind. War mir nicht sicher, ob es ein Stein ist. Hätten wir vielleicht doch den aussuchen sollen, der weiter vorne saß. Sind wir so ein bisschen knibbelig hier. Das ist so dunkel durch den Schatten. Der hat aber eher so die Nasenspitze, glaube ich, getroffen, ne? Oh, wie wundervoll, dich zu sehen. Schön, dass du dich für einen Besuch entschieden hast. Danke, dass du Gina vor meiner Schande bewahrt hast. Was sie nicht weiß, verletzt sie nämlich auch nicht.
Ich spüre viel potenzielles Leben in diesem winzigen Paket. Ich werde dafür sorgen, dass eine wunderbare Pflanze daraus wird. Komm bald wieder. Oh, mein Holz ist erfüllt. Sehr schön. Habt ihr eine Wünsch? Ach, guck mal da. Da hätte gern jemand gern Holzbrette. Das ist ja mal ein bisschen ungewöhnlicher als sonst. Ich dachte eben, ich hätte irgendwo hier einen Strömungsbaum gesehen. Das war wohl eher Wunsch. Ai, caramba. Okay, krieg ich den? Der ist ja doch gut weit weg. Wow. Ich hätte es ein bisschen höher ziehen müssen, glaube ich. Pelz. Das war nix. Das war definitiv zu weit.
Das macht aber auch ein schmackes Geräusch mit den Rauchbomben, ne? Hat ja schon was an sich. Richtig schön. Zack. Ich hätte gern eins Machat in Sternequalität. Bitte fein. Ach, shit. Nee. Shitigato. So, nachher werde ich noch den Baum gießen. Es kann ja natürlich auch sein, dass das trotzdem viel schneller geht und es sich nicht irgendwie an die Echtzeit-Tage hängt. Weiß es nicht. Ich meine, bei den Blümchen war es so, dass die... dass die an die Echtzeit geboren... Oh, siehst du mal, jetzt habe ich so viele Blümchen gezogen. So richtig habe ich es doch nicht... habe ich doch nicht aufgepasst. Ja, das ist, wenn man halt Zeit hat, ne? Wie man gelassen ist. Wenn man ungeduldig ist, da hat man dann eher Plan. Da unten läuft jemand ganz langsam. Das kann nur ein NPC sein. Guck mal da. Die habe ich auch schon länger nicht mehr gesprochen. Sally, dein Besuch ist eine willkommene Abwechslung der Einsamkeit, die ich Leben nenne. Früher trugen Krieger eine Rüstung, wenn sie in die Schlacht zogen. Ein Beispiel dafür, wie man sich immer den Anlass entsprechend kleiden sollte. Zum Glück leben wir jetzt in friedlichen Zeiten, aber ich finde diese Geschichte sehr inspirierend. Und so interpretiere ich Mode durch die Brille der Geschichte. Unsere moderne Kleidung ist eine Art Rüstung für den Alltag, die uns Selbstvertrauen gibt. Das stimmt. Ich bin unterwegs nach, um noch Materialien. Ich bin unterwegs, um nach Materialien für meine neueste Kreation zu suchen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du Blitzaal herumschwimmen siehst. Aus ihrer Haut lassen sich einzigartig wasserdichte Schuhe machen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, also nicht wirklich vorstellen, dass es sowas wie Aalschuhe gibt. Also. Ich meine, ja, man kann das aus allem möglichen Material machen, okay, aber... Leder ist ja auch nicht wirklich wasserdicht, ne? Wasserabweisend, okay, aber wasserdicht? So. Tisch. Da müsste ich mal versuchen... Obwohl, über den See komme ich nicht, oder? Doch, man, das könnte... Nee, kann ich nicht. Shit. Da muss ich tricksen. Obwohl, sie ist eigentlich schon... Ja. Sie ist schon längst unterwegs. Hallo. Oh, ich habe an meinem Flirten geübt. Ich habe da was für dich. Ups. Ich... Ach, ich wollte die Perle mitnehmen, hatte ich vergessen. Ach, Schande. Okay, sorry. Tut mir leid, Schatz, ich bin heute einfach so aufgeregt. Ruff hat versprochen, gestern Abend zum Essen zu kommen, aber jetzt hat er mich einfach versetzt. Ist das zu fassen? Wer würde dich denn versetzen? Hat sie eben so richtig schön knatschig geguckt. Du würdest das sicher nicht tun, nicht mit Absicht. Ach, okay, jetzt fühle ich mich besser. Du weißt immer, was du sagen musst, um mich aufzumuntern. Haben sie an ihrem Gesicht irgendwas geändert? Irgendwie, ich weiß nicht, von der Mimik? Oder wahrscheinlich, weil sie jetzt in der Sonne gestanden hat. Das ist ja eher ungewöhnlich. Normalerweise trifft man sie da hinten unter dem Baum, beziehungsweise im Laden. Dass eine Sonne mal ihr ins Gesicht strahlt, ist ja eher selten.
So. Ja, komm, Blümchen. Sie ist noch zu Hause. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Wenn ich mir Zeit lasse, kommt sie mir auch irgendwann entgegen. So, nix. Gut. War das geklärt? Ist auch nix. Hier ist überhaupt nichts. Da ist ein bisschen. Hier ist auch nichts. Ja, Blümchen. Du bist normaler, glaube ich. Dich nehme ich nicht. Du brauchst mehr als einen Schuss. Du ebenso. Den Wölfen muss ich ganz genau gucken. Da weiß ich gar nicht so den Unterschied. Die habe ich mir nicht wirklich gut angeguckt, die Wölfe. Okay, also ich würde mal vermuten, die ganz schwarzen... Nee. Und der? Auch nicht. Scheibenleister. Oder habe ich den jetzt nicht getroffen? Die schwarzen haben jetzt zwei Schuss gebraucht. Der ist... grau. Ich dachte, das wäre auch so wie bei den Xernox bzw. den Chappas, dass die auch so aufgebaut werden. Obwohl, ja, der weiße Wolf hat ja auch ein dickes Fell, also der braucht ja auch unfassbar viel Schuss. Andererseits baller ich da so oft daneben, dass ich die Schuss nicht wirklich bisher zählen konnte. So, haben wir hier irgendwo Wölfe rumflitzen? Da ist einer. Das ist ein schwarzer. Nee. Der ist auch grau hinten, oder? Ja, der ist aber relativ dumm. Ach, ich weiß nicht. Oh, okay. Nehmen wir mal dich. Okay, der braucht nur zwei Schuss. Okay, ups. Wo ist denn der jetzt hin? Nee. Da müsste ich im Grunde genommen wirklich die ganzen Bäume hier wegfällen und dann könnte ich vielleicht mal durchtesten. Ne? Aber da habe ich unheimlich Lust drauf. Also nochmal. Einmal. Einmal. Zweimal. Nee. Ich glaube noch nicht mal, dass ich den getroffen habe. Also wenn ich getroffen habe, dann müsste es viermal jetzt gewesen sein. Drei oder viermal, aber ich kann es nicht wirklich sagen. Also definitiv
Wolf jagen ist nicht so lukrativ, wie wenn ich eben in Kilima die anderen für Fleisch jage. So, ist die Olle eigentlich noch zu Hause? Ja, ist sie noch. Aber sie geht... Nee, doch nicht. Ich dachte, sie geht gerade los. Das war auch nicht getroffen. Nee. Wölfe jagen ist überhaupt nicht meine favorisierte Sache hier. Also null. Shit. Null Komma null. Tamala! Komm her! Wunderschönen guten Tag. Ach, bleib doch bitte wenig zum Plaudern. Du weißt doch, wie sehr ich unsere Gespräche genieße. Nächster, da. Oh, ich kann mir so manch fesselnde Verwendung dafür vorstellen. Ich bin ja sehr dankbar, wie immer. Falls du Beschwerden darüber gehört hast, dass das, was ich tue, illegal ist, dann will ich dir mal ein paar Dinge sagen. Das Brauen von Tränken an sich ist genauso wenig verboten wie deren Verkauf an die Grimalken oder Menschen. Wenn eine praktizierende Mairi wie ich einen Zaubertrank an einen anderen Mairi verkaufen würde, wäre das vielleicht etwas heikel. Wenn ihr einen himmelblauer Stein habt, für über den Weg krabbelt, könntest du ihn vielleicht für mich einfangen. Ich arbeite gerade an besonderen Gebräu, für das ich genau diese Zutat brauche. So, bleibe ich jetzt noch für den Grove? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Na, oh Mann. Das da war jetzt richtig scheuert. Aber auch wie macht man das jetzt? Nee. Hier rein, ne? Damit es die Leute nicht noch mehr irritiert als eh schon. Ich das hier reinballern. Ja. Das geht zwar da so ein bisschen über Dings vielleicht drüber, über die Mauer, aber zumindest wissen die Leute, wenn sie es sehen, jetzt da so nichts, das kann nichts Gescheites sein. Sieht man das Teil jetzt da? Nee, ne? Doch, Scheibenglas, man sieht's da. Oh shit.
Jetzt habe ich natürlich die Heartdrop-Lily, habe ich nicht wirklich markiert dadurch, ne? Hätte ich mal zurückflitzen können? Ja, wurscht. Ich glaube, die war eh schon am Blinken. So, hier ist auch nichts. So, jetzt sind wir aufs Rennen. Machst mich ganz nervös. Nervös. Das noch mal stehen für den nächsten. Oh, komm. Nee. Sag mal so, wenn die NPCs auf Stufe 5 unbundelbar sind, also mit der Freundschaft, nicht unbedingt mit der Liebelei. Ja, okay. Ich würde aber nicht großartig was jetzt an meiner Spielweise ändern. Ne? Also ich habe ja auch versucht, so langsam wie möglich mit denen zu labern, damit ich lange genug was davon habe. Deswegen wird das jetzt nicht einen riesen Unterschied machen, meines Erachtens. Es wäre dann eher sowas wie Piggies bringen. Ja. Das wird definitiv ein Riesending. Das wäre toll. Ach so. Ja, Dings habe ich vergessen abzuholen, oder? Ja, habe ich noch nicht abgeholt. Gefleckter, ich glaube, davon habe ich auch genug, oder? 20 Euro reicht vollkommen. Und der Rest wird zu den Würmern geschmissen. Genau, so viel. Ach, hab ich gar nicht gescheit gegossen. Sowas.
Okidoki. Alles klärchen. Gut, von den gewöhnlichen müsste ich mal noch ein paar bauen. Hey. Ah, hier. Ansonsten. Genügt. Verlangsamungspfeile. Ich meine, die hätten die gleiche Durchschlagskraft wie die anderen auch hier, ne? Nur, dass die eben noch einen besonderen Effekt haben. Und dadurch sind sie aber auch teurer. Das heißt, sie zu verkaufen würde mehr Sinn machen. Gut, jetzt bauen wir erstmal noch ein paar Pfeile. Damit ich für die Würmchen genügend. Oh, okay. Ja gut, ich arbeite ja jetzt ein bisschen nach. Ja gut, zwei Stück. Ist jetzt nicht die Welt, aber was soll's. Ganzen Hölzer wieder verballert. Ja, okay, was soll's. Was soll's. Oh, da habe ich jetzt noch ein bisschen. Naja, ich habe ja Platz. Gut. Ja, hab ich ja Platz. So, was braucht denn Subira noch? Irgendwas, was noch sowas Belangloses? Ja, genau so. Pak Choi. Und ein verzauberter Kerbfling. Goody. Mal so. Ich bereite mich schon mal auf die nächste Ernte vor. Und das mal da rein. Die Tomaten. Habe ich noch irgendwas Kleinkrammäßiges? Ja, das da. Und das war's auch schon. Ja, gut. Ja. Muss ich auch aufpassen, dass ich da nicht zu wenig habe. Gut. Und zwar erst noch nach dem Würmchen gucken. Beziehungsweise das rausschmeißen. Das ist ja gut Geld. Du kriegst noch das Fleisch reingedrückt. Und du kriegst das andere Fleisch. Wo ist denn jetzt das Muschelfleisch? Ah, hier. So. Also eigentlich schon, ne? Wenn er gegossen werden will, dann müsste ja eigentlich der nächste Wachstumszyklus anlaufen. Da muss ich dann heute Abend mal gucken, wenn ich dran denke, dass ich überhaupt mal online game mit der Switch.